Ja, Mahlzeit. Schön, dass ihr da seid. Und zwar heute werden wir einmal an einem Golf 4 Variant Baujahr 2002 die Scheibenwischer wechseln. Das funktioniert bei fast allen Fahrzeugen der VW-Gruppe um dieses Baujahr herum, um 2002 plus minus ein paar Jahre, eigentlich immer gleich. Grundsätzlich geht das auch, oder man kann es auch auf eigentlich alle anderen Hersteller irgendwo übertragen. Zurzeit sind montiert Flachbalkenwischer und diese werden wir gegen Scheibenwischer im Hybrid-Style austauschen. Die habe ich hier. Ich packe mal einen aus und dann schauen wir uns mal gemeinsam den Unterschied davon an. So, das ist so ein Hybrid-Scheibenwischer. Komplett aus Kunststoff gefertigt soweit. Ja, hier mit so einem Verschluss noch dran, dass man den Wischerarm hier einfach nur einklemmt und dann hier zumacht. Und dann ist er eigentlich schon montiert. Dann haben wir im Gegensatz zu den Flachbalkenwischern eine Kunststoffführung einmal komplett drumrum. Bei ganz einfachen Scheibenwischern ist es einfach nur so ein Metallgestänge, wo das hier so dran hängt im Prinzip. Und hier haben wir einmal ein komplett bewegliches Kunststoffelement und erhoffen uns davon einfach einen gleichmäßigen Anpressdruck auf die Scheibe, ja, ohne Schmiererei bzw. ohne dass irgendwo Flächen nicht mitgewischt werden. Dann habe ich natürlich auch noch einen zweiten, der ist ein bisschen länger, der ist dann für die Fahrerseite. So, der ist dann für die Fahrerseite hier, das ist die Beifahrerseite, ein bisschen kürzer. Ja, sind ungefähr, ich glaube so 7, 8 cm ungefähr. Ja, gleiches System, sieht genauso aus, funktioniert genauso. Ich würde sagen, wir begeben uns mal zum Auto und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ja, hier habe ich den Scheibenwischer für die Beifahrerseite. Der ist, ja, genauso lang wie der montierte Scheibenwischer. Und als erstes werden wir den montierten Scheibenwischer einmal demontieren. Dazu biegen wir hier einmal den Wischer ein bisschen hoch. Wir öffnen hier die Klammer nach oben und ziehen den Scheibenwischer also nach innen raus. So. Und legen den Wischerarm vorsichtig auf die Scheibe, nicht dass die kaputt geht. Ja, jetzt nochmal den Vergleich. Man sieht vom Winkel her, der Bosch, der hängt so ein bisschen durch links und rechts. Und der neue Hybrid-Scheibenwischer ist recht gerade. Wenn man den auf die Scheibe legt, sollte der ja ziemlich glatt aufliegen. Macht er auch. Jetzt schauen wir uns den Scheibenwischer einfach mal an. Und zwar, wie gesagt, der ist schon ziemlich grau angelaufen. Das ist jetzt natürlich erstmal kein Verschleißmerkmal oder so. Aber man sollte sich immer die Kanten angucken. Und in dem Fall sehen wir hier schon, wie die Wischfläche, das Wischerblatt beschädigt ist. Und in dem Fall, in dem Bereich auch, nicht mehr vernünftig dann wischt, weil sich das Ding immer zur Seite wegzieht. Ja, also das ist mit der häufigste Grund, warum die dann auch natürlich ausgetauscht werden sollten. Und natürlich, wenn die irgendwann Schlieren ziehen während des Wischens. Ja, und dann montieren wir einfach mal den neuen Scheibenwischer. Dafür öffnen wir hier die Klammer nach oben. So. Na, hier haben wir die Aufnahme für den Wischerarm. Den nehmen wir einmal hoch. Setzen den hier an und ziehen ihn einfach rein und machen dann die Klammer zu. Und somit ist der Wischer auch fixiert und kann nicht mehr rausfallen. Und das gleiche machen wir jetzt einmal auf der Fahrerseite. Ja, auf der Fahrerseite das gleiche Prozedere. Die Klammer einmal öffnen. So. Und den Wischer nach innen wegziehen. Und einmal hier raushebeln, Wischerarm vorsichtig auf die Scheibe legen. Es ist mir auch schon mal passiert, dass der offen war und dann nach unten gesprungen ist und dann ein Riss in der Scheibe war. Ja, und hier das gleiche.
einmal die Klammer öffnen, den Wischerarm hier reinhängen, bis zum Anschlag durchziehen und die Klammer dann einfach wieder schließen. So, das war's schon. Wir testen die einmal und gucken, ob die schlieren ziehen oder ob die vernünftig wischen. Ja, wir haben die Scheibenwischer getauscht, die wischen vernünftig, somit sind wir jetzt bereit auch für die nasskalte Jahreszeit, ne, Herbst, wir haben jetzt eigentlich schon fast Winter sogar bei den Temperaturen draußen, da morgens jetzt teilweise schon die Fahrzeuge komplett einfrieren auch. Ja, nichts schmiert, alles wischt sauber und ja, ich werde jetzt in den nächsten Wochen einfach mal beobachten, wie gut diese Hybrid-Scheibenwischer sind. Und falls mir jetzt irgendwas groß auffällt, ne, das irgendwie vielleicht doch nicht so gut ist, werde ich mich in einem Video auf jeden Fall nochmal dazu melden. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die gerne über die Kommentare auch stellen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich doch gerne. Das würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.